So Leute, neuer Tag, neues Glück. Heute kommt wieder ein neues Video von mir. Ihr habt abgestimmt auf Insta und habt euch alle dafür entschieden, dass ich nochmal ein Video darüber mache, wie ich Ventilspiel kontrolliere und einstelle gegebenenfalls. Diesmal an der Karre von der lieben Julia. Ja, ein paar Eckdaten zu der Maschine. Das ist eine FE 450 in Husqvarna. Baujahr 2014, wenn ich mich nicht täusche. Oder 15, irgendwie sowas dazwischen. Ja, was gibt es da großartig zu beachten? Also das Wichtigste ist halt wirklich, wie ich in meinem letzten Ventilspiel-Einstellvideo schon gesagt hatte, dass die Steuerzeiten halt dementsprechend richtig eingestellt sind. Aber ich würde sagen, ich demontiere jetzt erstmal ein bisschen was, stelle die Karre mal richtig hin und dann sehen wir uns gleich wieder zum interessanten Teil. So, jetzt demontieren wir den Tank. Dafür müssen wir einmal den Stecker von der Benzinpumpe abnehmen und einmal hier in der Mitte die Schraube raus, so wie vorne die Schrauben vom Kühler. Beziehungsweise vorne am Kühler selber sind nochmal zwei Verkleidungsschrauben dran, die müssen wir auch noch lösen. So, ganz wichtig, hier unten habt ihr eine Schnellkupplung für den Spritschlauch. Den müsst ihr einmal lösen und dann wartet. Da hopft ein bisschen was raus, aber da kommt nichts permanent raus oder so. Also keine Sorge, den könnt ihr einfach auseinanderziehen. So, dann könnt ihr den ganzen Tank einfach wegnehmen und an der Seite stellen. So, als nächstes lösen wir oben den Ventildeckel. Das sind vier Schrauben plus einmal ein Schlauch von der Kurbelbörsenlüftung. Plupp, da haben wir ihn. Ne? Ganz klassisch, Ventildeckelrichtung. Müsst ihr nicht unbedingt erneuern, also ich werde es auch nicht erneuern, weil sie aus Gummi ist. Genau, das schon mal dazu. Nur gucken. Ihr habt ja hier die Schelle auf diesem Schlauch, bitte darauf achten, dass sie nicht in den Motor fällt. Deswegen, ich empfehle jedem, die Schelle weit genug zurückzudrücken oder am besten sogar runter. Also hier oben habt ihr die Steuerkette, hier das Nockenwellenrad und sprich natürlich da dementsprechend die Nockenwelle, die hier oben verläuft. Wir haben eine oben liegende Nockenwelle mit einem und zwei Kipphebeln, aber Kettengleitschuhe. Ja, wofür die Kette überhaupt da ist, die ist dafür da, dass Nockenwelle und Kurbelwelle zueinander verbunden sind. Und wenn die Kurbelwelle zwei Umdrehungen gemacht hat, hat die Nockenwelle eine Umdrehung. Hier habt ihr einmal ein Auslassventil, noch ein Auslassventil, das heißt zwei Auslassventile habt ihr an diesem Kopf hier und zwei Einlassventile habt ihr an diesem Kopf hier. Es kann wie gesagt variieren von Zylinderkopf zu Zylinderkopf, von Motorrad zu Motorrad. Deswegen, das ist nie grundsätzlich, dass ihr zwei Ventile für Einlass und zwei Ventile für Auslass habt. Ne? Damit ihr da schon mal einen kleinen Einblick drüber habt. So, was wichtig ist zu prüfen, wenn ihr den Ventildeckel abhabt, ist, ihr guckt euch als erstes diese Rollen an. Ja? Wenn ihr seht, dass diese Rollen bläulich verfärbt sind oder hart sind oder hier richtige Riefen drin haben, dann ist das schon mal nicht so gut. Dann ist schon mal ein schlechtes Anzeichen. Wir stellen den Motor jetzt erstmal auf Zünd-OT. Ist nämlich sehr wichtig zum Überprüfen vom Ventilspiel. Nicht Überschneidungs-OT, sondern Zünd-OT. Weil ihr könnt einmal Überschneidungs-OT einstellen und einmal Zünd-OT einstellen. Wie gesagt, wichtig ist Zünd-OT. Wie ihr den richtigen rausfindet, das ist ganz einfach. Ihr habt Markierungen. Ich müsste einmal kurz gucken, auf der Nockenwelle müsste der, glaube ich, eine Markierung haben und auf der Kurbelwelle unten. Da kann man die abstecken. Also wenn wir Kurbelwelle abstecken, können wir den in zwei Positionen abstecken. Einmal Zünd-OT und einmal Überschneidungs-OT. Wir brauchen, wie gesagt, den Zünd-OT. Der Überschneidungs-OT, den kann man ganz einfach rausfinden, wenn ihr denkt, er steht im Überschneidung, beziehungsweise im Zünd-OT selber, beziehungsweise im oberen Totpunkt, sagen wir es mal eher so. Und ihr könnt die beiden Ventile hier, beziehungsweise diese Rollen, könnt ihr nicht bewegen, dann wisst ihr jetzt schon, dass der nicht im Zünd-OT steht, sondern im Überschneidungs-OT. Weil diese beiden Rollen, die müssen beweglich sein. Dann wisst ihr, okay, der Motor steht im Zünd-OT und dann ist alles gut, dann könnt ihr das Ventilspiel kontrollieren und auch einstellen. Vor bringt das alles nichts. Jo, ich würde sagen, ich gucke mir das jetzt erstmal einmal an, ob auf der Nockenwelle Markierungen sind, müssen eigentlich, aber ne, man weiß ja nie. Ich gucke mir das an, stelle den Motor soweit schon mal ein und dann sehen wir uns gleich. Bei dem Motor haben wir wie gesagt eine Markierung für die Nockenwelle und für die Kurbelwelle zum Abstecken. Ich stelle ihn jetzt nur über die Nockenwelle ein,
erst wenn ich wirklich einstellen muss, beziehungsweise wirklich korrigieren muss das Ventil, erst dann stecke ich die Kurbelwelle ab, weil der Aufwand ist dafür einfach irrelevant. Ne? Solange ich, wie gesagt, einmal gucken kann, Nockenwelle steht auf Markierung, dann ist soweit alles in Ordnung. Ich zeige euch das mal eben hier bei dem Motor. Die Bohrung und die Bohrung müssen fluchten. Ihr könnt den Motor drehen, indem ihr, also ich nehme immer gerne den höchsten Gang, das heißt den sechsten Gang, und dann könnt ihr ganz behutsam, ganz mal am Hinterrad drehen, bitte auch in Laufrichtung bzw. in Fahrtrichtung. Wenn ihr den andersrum dreht, dreht sich der Motor natürlich auch andersrum, was nicht so gut wäre, weil ihr habt ein Losdrum und ein Lastdrum von der Steuerkette, und wenn das verkehrt herum läuft, kann der Steuerkettenspanner nicht richtig spannen. Und dann kann es passieren, dass euch ein Zahn überspringt. Das merkt ihr im ersten Moment nicht. Ihr hört vielleicht was und denkt euch, ja, okay, ne, kann ja sein, weil der Motor dreht. Und wollt den Motor dann starten, das wäre ganz fatal. Deswegen rate ich euch, immer den Motor in Drehrichtung drehen. Sprich, gegen den Uhrzeigersinn dreht der Motor jetzt gerade hier drauf. Nach links. Bitte darauf achten. Guck jetzt einmal nach, wie viel Ventilspiel die liebe Julia einhalten muss. Dafür hole ich jetzt das Werkstatthandbuch und dann checken wir das mal zusammen. Bis gleich. So Leute, Werkstattbuch habe ich rausgeholt. Ich habe es in digitaler Form von 2014 bis 2019 alle Modelle. Ich habe gerade eben einmal nachgeguckt, welches Baujahr Julia hat, damit wir auch wirklich das richtige Ventilspiel einstellen bzw. kontrollieren können. Die Julia hat vom Baujahr 2015 ist ihre Maschine. Wir müssen beim Auslasttrakt 0,12 bis 0,117 mm haben und im Auslasttrakt müssen wir 0,10 bis 0,15 mm. Das sind die Ventilspiele. Ich kann euch das mal eben einmal zeigen. So, das sind die Einstelldaten von Husqvarna selber und wir sehen, wie gesagt, 0,12 bis 0,117 im Auslass, im Einlass 0,10 bis 0,115. Wir bewaffnen uns mit einer Fühlerblattlehre von 0,10 bis 0,20, das heißt drei Stück 0,05 Schritten, und dann werden wir dementsprechend kontrollieren. Ich denke, ich fange mit dem Auslasstakt an, weil wir da ein bisschen besser drankommen, und versuche das mal so ein bisschen zeitgleich zu filmen für euch. Ich denke aber, das wird ein bisschen schwer, deswegen müsst ihr da ein bisschen auf mich jetzt vertrauen und ja. Wie das passende Ventilspiel ist, das könnt ihr nur per Gefühl wirklich messen. Wenn ihr wirklich sagt, ihr kommt mit der Fühlerblattlehre so locker rein und raus, dann wisst ihr, das Spiel ist viel zu groß. Also so eine saugende Wirkung müssen wir mit der Fühlerblattlehre haben, damit ihr sagen könnt, genau das Maß haben wir gerade aktuell. So, ich fange jetzt direkt mit der 0,115 an und versuche sie jetzt hier zwischenzuschieben. Und ihr seht, es klappt so gerade eben. Dann kann ich jetzt schon mal sagen, das Ventil ist auf jeden Fall in Ordnung. Es wird jetzt 0,114 vielleicht haben. Ja, wobei genau 0,15 würde ich schon sagen. Ja, ist so eine saugende, leichte Wirkung. Ihr seht, das Ventil bzw. die Fühlerblattlehre kann ich so ganz langsam dadurch bewegen. Mit ein bisschen Widerstand. Das heißt, das Ventil ist genau auf 0,115. Und bis 0,117 ist okay. Deswegen ist da schon mal okay. Jetzt versuchen wir beim hinteren. Da haben wir genau dasselbe. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, immer dieses Rein und Raus müsst ihr ein bisschen gucken. Na, aber hier ist auf jeden Fall kleines bisschen strammer hinten. Also hier ist ein bisschen strammer als hier vorne, aber das ist auch noch beides vollkommen okay. So, wir gucken. 0,115. Merken, kriege ich so mit viel Kraft gerade so da rein. Ist schon eher 0,114. Die ist schon sehr stramm mit dem 0,15er. Und hinten kriege ich auch fast gar nicht rein. Also hier kann ich jetzt mit gutem Gewissen sagen, hier werden wir um die 0,114 haben und hinten genau dasselbe. Maximal 0,15 dürfen wir vorne und hinten haben, zwischen dem Kipphebel. Um das nochmal ein bisschen deutlich darzustellen, ihr habt
zwischen diesem Kipphebel und dem Ventil habt ihr einen gewissen Spalt, den wir jetzt hier versuchen messen zu wollen. So, ich leuchte mal ein bisschen hier. Also genau hier zwischen müsst ihr gehen. Ich komme jetzt mit der 0,15, da komme ich da jetzt nicht rein. Ich werde jetzt mal eine kleinere nehmen. Ich werde jetzt mal hier die 0,10er nehmen. Da merkt ihr sofort, die geht butterweich rein, ohne Probleme. Und da kann ich sagen, das wäre jetzt, wenn das 0,10 wäre, das maximale Spiel, dann würde ich jetzt schon mal sagen, da müsste man jetzt hier einstellen. Aber das 0,15, das Endmaß ist, was wir maximal haben dürfen, ist das jetzt in dem Fall hier vollkommen okay. Wenn wir jetzt die 0,15er durchbekommen und die genau wie hier einfach so ganz locker leicht zu bewegen ist, dann müssen wir hier das Ventilspiel einstellen. Und das stellt man mit sogenannten Ventilschims ein. Ich kann euch mal eben... So sieht das alles hier aus. Also ihr habt dann so eine bunte Box, würde ich jetzt nicht sagen, aber so eine Box mit mehreren verschiedenen Ventilschims drin. Und ihr seht, hier stehen verschiedene Zahlen drauf. Die Zahlen sind halt wirklich dafür da, um zu sagen, ich nehme jetzt mal hier einfach eine raus. Naja, wenn sie auch will, nehmen wir es halt hier. So, hier steht zum Beispiel 2,70 drin. Steht auch meistens auf dem Ventilschirm selber nochmal drauf. Hier sieht man es. Das heißt, dieser Ventilschirm, beziehungsweise dieses Ventilschirm hier, ist 2,70 mm dick. Und damit kann man dann dementsprechend mit verschiedenen Dicken das Ventilspiel bestimmen für unseren Motor, was wir brauchen. Welches Ventilschirm man braucht, das kann ich euch mal zeigen, wie man das misst. Könnt ihr mal eben einmal demonstrieren. So, dafür nehmen wir uns ein Ventilschirm jetzt. Sagen wir mal, unser Motor, haben wir das Ventilspiel gemessen mit einer Fühlerblattlehre und wissen, 0,15 ist das maximale, 0,15 ist das maximale Maß, was wir haben dürfen. Wir kriegen die 0,15er aber durch. Somit wissen wir, das Ventilspiel ist ein bisschen zu groß. Wir holen jetzt unser Ventilschirm raus aus dem Motor. Dafür müssen wir die Nockenwelle runternehmen und die Steuerkette demontieren. Wichtig ist dabei zu beachten, Kurbelwelle einmal bitte vorab abstecken, damit ihr auch wirklich nachher wirklich die Steuerzeiten vernünftig einstellen könnt. Wenn ihr das alles gemacht habt, dann holt ihr nur dieses eine Ventilspiel raus, Ventilschirm raus, wo ihr das Ventilspiel einstellen wollt und müsst. Dann gehen wir wie folgt vor. Da wird nichts mehr draufstehen auf dem, was ihr drin habt. Wir können jetzt hingehen, entweder mit einer Bügelmessschraube, messen wir einmal, wie dick der ist, oder wir nehmen einen Messschieber, da wir ja eh im 0,05er-Bereich messen. Das kann der Messschieber ganz normal auch. Der kann sogar ein bisschen feiner. Jetzt gehen wir hier zwischen. Und da sehe ich, 3,20 mm dick soll dieses Plättchen hier sein. Ja, passt, steht auch drauf. Das ist gut. Wir wissen aber jetzt, uns fehlt 0,01 mm ungefähr. Es gibt aber nur Ventilschirms von 0,05er Schritten. Deswegen müssen wir jetzt hier, wenn wir 3,20 haben, müssen wir 0,05 mm mehr nehmen. Sprich, wir nehmen jetzt ein Ventilschirm von der Größe 3,25. Und das bauen wir dann ein, damit wir wirklich das Ventilspiel, was wir zu viel haben, damit wieder ausgleichen. Und dafür sind halt diese tollen Plättchen da. Die müssen halt wirklich genau sein, damit auch wirklich das Ventilspiel genau passt. Ich rate jeden für sein Moped, sich einmal so eine Box anzuschaffen. Die kostet einmal 70 Euro oder so. Aber dann habt ihr wirklich immer ein Set da und müsst nicht erst ausbauen, messen, gucken, welches brauche ich, dann bestellen. Das dauert alles viel länger und ist einfach unnütz, weil wer eine Wettbewerbsmaschine fährt, der muss Ventilspiel, glaube ich, alle 20 oder 30 Betriebsstunden kontrollieren. Rate ich auch jeden zu machen, weil es einfach Schäden vorbeugen kann. Wenn ihr nicht ausreichend Ventilspiel habt, dann steht das Ventil permanent ein kleines Stück offen und ihr habt entweder Leistungsverlust oder im schlimmsten Fall
schlägt das Ventil auf den Kolben auf und dann habt ihr einen Motorschaden. Und das ist nicht so gut. Darum rate ich euch immer, bitte kontrolliert euer Ventilspiel, dann seid ihr alle auf der sicheren Seite. Ja, die Julia hat Glück, bei ihr müssen wir nichts einstellen. Schade für euch, ich hätte euch das gerne gezeigt. Aber da wird sich bestimmt irgendwie immer mal nochmal was anbieten. Bei Mike muss ich noch einmal Ventilspiel kontrollieren. Bei mir werde ich jetzt in nächster Zeit wieder nochmal kontrollieren. Spätestens da, wenn ich merke, gut, hier muss ich nachstellen, dann mache ich nochmal ein kleines Video für euch, wie man wirklich da die Nockenwelle demontiert und die Steuerzeiten einstellt. Ja, ich würde sagen, den Motor zusammenbauen, das interessiert euch, glaube ich, relativ wenig. Deswegen werde ich die ganze Geschichte jetzt ganz normal wieder zusammenbauen, wie ich sie demontiert habe. Und das war's dann, denke ich. Ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, ein Abo, würde mich auch mega freuen, weil ich mache die ganze Sache zwar auch ein bisschen für mich, weil ich weiß, ich kann euch damit helfen, aber mich freut das dann immer so ein bisschen mehr. Wenn ich merke, das Feedback von euch ist da ganz gut, dann gibt mir das immer wieder so einen kleinen Ansporn, immer weiter damit zu machen und gar nicht aufzuhören. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich bin mehr als zufrieden. Ich kriege so viele Nachrichten mit Fragen, wie was geht und so und bin auch echt begeistert davon. Und das macht mir ehrlich gesagt auch richtig Spaß, sonst würde ich das hier alles nicht machen. Ja, das war's mit dem Video. Wie gesagt, über ein Abo würde ich mich mega freuen. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt oder zu anderen Videos, schreibt es bitte alles unten in die Kommentare oder schreibt mir eine Nachricht. Ich versuche echt so gut wie es geht alles zu beantworten. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!